In dieser Ausgabe Dating Democracy reden wir über nichts Geringeres als über die Zukunft des Journalismus. Und da gibt es ganz verschiedene Ideen, wie die aussehen könnte. Eine davon heißt konstruktiver Journalismus. Und darüber rede ich mit Han Langeslag, das ist der CEO und Gründer von Perspective Daily, einer Constructive Journalism Plattform. Hallo. Hi. Han Langeslag, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir haben uns so einen kleinen anschaulichen Einstieg überlegt. Und zwar geht es darum, dass das hier die aktuellen, ein paar aktuelle Wochenzeitungen sind. Und ich zeige dir mal die Schlagzeile. Und du als Psychologe, als Neurowissenschaftler, was macht das mit dir? Was machen diese Schlagzeilen mit dir? Okay. Von sozusagen den den Qualitätsmedien, wie wir sie kennen. Okay, ich habe die noch nicht gesehen. Also sind genau. Sie noch die richtige Herr? Das ist das. Okay. Das impliziert Interview schon ein wenig, dass er nicht der Richtige ist. Also schon leicht negatives Framing, würde ich jetzt negatives sagen. Framing, sagst du, ja. Kann man so sagen. Dann, was haben wir hier? Die Frankfurter Allgemeine. Sieht man jetzt nicht so gut. Ist Trump noch aufzuhalten, steht hier drauf. Auch wieder eine Gefahr natürlich im Vordergrund. Impliziert, dass irgendwie das problematisch ist vielleicht, dass Trump nicht mehr aufzuhalten ist. Mhm. Dann hätten wir hier, bringt das was? Es geht um die Demonstrationen, die stattgefunden haben überall in Deutschland. Klingt nach Einordnung, könnte man was negativ sehen, aber nicht unbedingt. Vielleicht etwas neutral. Und hier sind jetzt, oh, das ist was, ich würde sagen positiv. Es waren viele, steht hier klein, es geht auch wieder um die Demonstrationen. Mhm. Unten geht es darum, dass die grüne Jugend die Regierung hart kritisiert. Ja, meistens, wenn irgendwas geschrieben wird über Regierung, dann hat es mit Kritik zu tun. Und da sind wir ja so ein bisschen bei deinem Thema, ne? Dass das jetzt alles negative Schlagzeilen waren. Was machen denn solche Nachrichten emotional mit uns? Naja, das sorgt erstmal dafür, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung sich eher abwendet von Nachrichten oder zumindest weniger konsumiert, weil das durchaus irgendwie Leute runterzieht, emotional. Vielleicht dann Leute eher sagen, okay, ich schalte das gar nicht mehr an, weil ich kann das irgendwie nicht aushalten, weil alles schlechter wird und ich kann jetzt nichts tun oder das irgendwie ändern. Und genau darin will Perspective Daily, ich habe jetzt nochmal runtergescrollt vorhin, bei euch die erste Schlagzeile, die ich gesehen habe, ist: Nach diesem Artikel schläfst du besser. Ja. Was macht ihr anders? Was ist eure Idee? Das ist die Idee, das ist einfach generell. Ich meine, guten Schlaf braucht man sowieso natürlich, um gut zu funktionieren, auch in der Demokratie. Also daher ist das auch ein wichtiger Artikel, auch wissenschaftlich gut untermauert. Das ist bei uns immer wichtig. Genau, aber das ist mehr so ein zeitloser Artikel bei uns. Genau, aber erzähl ruhig mal genauer, was macht ihr bei Perspective Daily? Constructive Journalism, konstruktiver Journalismus, was bedeutet das? Im Grunde einfach guter Journalismus, genauso wie alle sauber recherchieren, Quellenangaben, kritische Fragen stellen, aber dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Also Probleme schon ansprechen, aber dann vielleicht Probleme mehr auf den Grund zu gehen, mehr Kontext zu zeigen, wie sind wir eigentlich in dieser Situation jetzt, wie sind wir da hingekommen? Und wie kann es jetzt weitergehen, ist eine Frage, die wir dann stellen. Okay, was kann jetzt getan werden? Gibt es vielleicht Lösungen irgendwo auf der Welt oder Beispiele, wie man es vielleicht besser machen kann? Oder überhaupt einen Raum zu schaffen, dass wir gemeinsam darüber reden, wie wir jetzt vielleicht aus einer schlimmen Situation wieder rauskommen können. Kannst du kurz, ihr seid ja, glaube ich, drei Gründer, kannst du kurz erzählen, wie es zu der Idee überhaupt kam? Hattest du die Nachrichten so satt? Während mein Studium, also im Neurowissenschaften, habe ich, das war damals in London, eigentlich super viele Leute und Initiative kennengelernt, die super interessanten Ideen hatten über, wie man in bestimmten Bereichen und bestimmte Krise irgendwie vielleicht bewältigen kann. Und da habe ich mir gedacht, wieso steht das nicht auf Seite 1? Wieso werden diese Leute nicht mehr also in die Medien repräsentiert? Und daraus sind die Ideen entstanden, vor allem auch im Bereich Klimawandel zum Beispiel, was vor 8, 9 Jahren auf jeden Fall wirklich unterbeleuchtet war in den Medien. Zum Glück jetzt wird das mehr und mehr auf jeden Fall thematisiert, größer und größer. Aber das war ein Motivator, um zu sagen, okay, wir sollten diese Sachen mehr auf Seite einstellen. Mhm. Und dir ist auch noch eine andere Sache aufgefallen. Dazu können wir vielleicht mal die erste Mentimeter-Folie anwerfen. Und zwar haben wir euch gefragt, wie ihr eure Lage, eure persönliche...
falsch, man muss oben die Nummer eingeben. Wer von euch hat das geschafft, den Code, die Nummer einzugeben? Das ist schade. Ja, also wir hätten euch gefragt, wie ihr eure persönliche Lage einschätzt. Und das kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, aber... Ja, ich kann mal fragen, also wenn ihr einfach nachdenkt über so euer eigenes Leben, so okay, wenn ich das jetzt in Ziffer geben muss, zwischen 1 und 10, also 1 nicht gut, 10 super, nimm einfach mal eine Ziffer im Kopf. Und wenn man dann die Welt, also vielleicht auf nationaler Ebene oder internationaler Ebene auch eine Ziffer geben soll, also 1 bis 10, gibt es da eine Diskrepanz jetzt im Kopf, eigenes Leben und die Welt? Also manche haben doch den Weg gefunden zu Mentimeter, sehr gut. Und da, genau, ihr könnt übrigens das auch jetzt noch machen, ne? Das ist noch eine Frage für einen zweiten Teil auch, die wäre dann interessanter im zweiten Teil. Jetzt ist erstmal diese Frage hier spannend. Genau, und das ist das, was du... Darauf wollten wir hinaus. Genau, das ist durchaus auch so eine Antwort, die man so national sieht, so 7, 8, keine schlechte Note. Und gleichzeitig war die zweite Frage die Lage der Welt. Wie schätzt ihr die ein? Also 3.3, okay, 4, einige ein bisschen mehr optimistisch, aber auf jeden Fall gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden. Und das mag vielleicht in manchen Fällen richtig sein. Also natürlich, wenn ich mich informiere, wie es in der Welt geht, also eine eigene Welt kann ich direkt wahrnehmen. Ich kann draußen in die Stadt gehen, im Dorf und gucken, wie es so geht. Aber für den Rest, um mich zu informieren, wie es im Ausland geht, da muss ich mich irgendwie informieren und das durchaus durch die Medien. Und die Berichterstattung fokussiert meistens auf Krisen, Probleme, Kriege etc. Aber das ist überhaupt nicht wieder wirklich ein Spiegel für, wie es durchaus den Durchschnitt Menschen in der Welt geht. Und da, wenn diese Umfrage in viele Länder in der Welt gestellt wird, da schätzt man Folie. Die eigene Lage eigentlich relativ positiv ein. Und irgendwas ist da los. Ich meine, klar, wenn man im Kriegsgebiet wohnt, ist vielleicht da die eigene Einschätzung nicht so hoch wie ein 7 oder ein 8. Aber im Durchschnitt irgendwie ist da was los, dass das Weltbild vielleicht etwas verzerrt ist zwischen positiv und negativ. Genau, jetzt ist hier noch eine Folie, genau, das ist eine repräsentative Umfrage, die auch sozusagen nochmal eure Zahlen so ein bisschen bestätigt. Kann man konstruktiven Journalismus machen für jedes Thema? Kann man Politikjournalismus konstruktiv machen? Meiner Meinung nach schon, sollte man, vor allem im Politikbereich, glaube ich, weil da wird eher rumgeschrien, statt irgendwie wirklich miteinander ins Gespräch irgendwie zu kommen. Aber ja, also jedes Thema im Journalismus kann man konstruktiv angehen. Es ist mehr so eine Herangehensweise, eine etwas positivere Brille, mit der man einfach die Recherche angeht. Das heißt nicht, dass man irgendwie in jede Berichterstattung eine Lösung oder so ausarbeiten muss, aber einfach einen Raum zu schaffen, zukunftsgerichtet zu arbeiten. Jetzt ist es so, dass man ja ganz oft sagen soll, was ist sozusagen. Es ist nicht verblendet, wenn man immer sozusagen suggeriert, es gibt da eine Lösung, wir haben das im Griff, wir könnten da das und das machen. Es gibt ja für manche Sachen keine Lösung. Genau, es ist auch manchmal, dass die Lösung unterschiedlich ist, je nach seiner politischen Ausrichtung. Aber genau darüber zu reden. Es gibt einen amerikanischen Psychotherapeut, Steve DeShazer, der hat mal gesagt, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Sehr banal, aber es stimmt schon irgendwie, wenn man in eine Gedankenwelt ist, in der man mehr über Lösungen nachdenkt, über die Zukunft, dann ist man eher bereit, irgendwie auch irgendwie was herauszuarbeiten oder auch in Bereitschaft da ist, vielleicht kontrovers über unterschiedliche Vorstellungen von Lösungen auch zu diskutieren. Das bringt uns einfach in eine andere Lage, statt irgendwie nur im Kreis zu drehen über Probleme. Aber lauft ihr nicht Gefahr, die populärsten Lösungen von den besten Institutionen, von den größten Instituten sozusagen zu frame und die darzustellen? Und klar, das Risiko gibt es noch immer. Und wahrscheinlich in einzelnen Nachrichten, einzelnen Beiträgen kann man nicht das gesamte Spektrum abbilden. Aber wenn man generell in die Medien, ist zumindest meine persönliche Überzeugung, das anwendet, das kann man dann auch einfach durch die Vielfalt der Berichterstattung, kann das wieder kompensiert werden. Wo ziehst du da die Grenze zu Aktivismus? Naja, wahrscheinlich in erster Linie so, wie man auch im Journalismus arbeitet, dass man da sauber arbeitet, also mehrere Perspektiven mit reinnimmt, kritische Fragen stellt, nicht alle Lösungen einfach mal so als wahr annimmt, da auch einfach auch Daten nachschaut, ist es wirklich effektiv gewesen, wenn man überhaupt eine Lösung schon irgendwie beurteilen kann. Plus
ja, mehrere Perspektive, wenn die Lösung noch nicht ausgearbeitet ist, vielleicht einfach gemeinsam darüber reden aus verschiedenen Perspektiven. Und hast du das Gefühl, also welche Zielgruppen wollt ihr denn erreichen? Habt ihr da ein spezielles Publikum im Blick? Nicht unbedingt, also jeder. Also natürlich muss man eine gewisse Offenheit haben, vielleicht auch mal irgendwie unbequeme Perspektive mit rein, also zu ertragen. Aber ich glaube, das ist wichtig, einfach wenn man irgendwie gemeinsam über eine gemeinsame Zukunft reden will, auf jeden Fall. Also jeder. Ihr habt ja alles, glaube ich, was bringen, ist meine Meinung auf jeden Fall. Ich frage, weil ihr ja auch ein Abo-Modell habt und man kann ja wirklich relativ wenig lesen, wenn man nicht Mitglied bei euch ist. Ja. Läuft man da nicht Gefahr, Journalismus für eine Community zu machen und der besonders gerecht werden zu wollen? Also ja, was uns angeht, ja klar, okay, das ist ein Risiko. Wir sind nicht öffentlich-rechtliche, wir haben ein Mini-Budget, aber dafür muss irgendwie finanziert werden. Und wir haben bewusst gewählt, um nicht über Werbung uns finanzieren zu lassen, weil dann hat man immer noch die Interesse vom Werbekunden, muss man irgendwie extra viel Klicks reinholen etc. Diesen Druck haben wir zum Glück nicht, aber dafür gibt es dann nur eine andere Möglichkeit, die wir für sinnvoll halten. Das ist dann ein bezahltes Abo-Modell. Journalismus soll die Politik kontrollieren. Schafft Perspective Daily das in den Artikeln, die ihr schreibt? Ich glaube schon. Also hätten gerne, dass wir vielleicht mehr machen können. Wir sind ein super kleines Team. Natürlich, je mehr Mitglieder wir haben, je mehr wir machen können. Aber ich bin auch überzeugt, wenn andere Medien das auch anwenden werden, in größerem Stil, konstruktiver Journalismus, dass sie das auch kombinieren können, weil es bleibt noch immer ein Grundsatzprinzip von Journalismus, um kritisch zu bleiben, kritische Nachfragen zu stellen und zu kontrollieren. Und dabei ist es auch wichtig, vermeinte Lösungen auch nochmal nachzuprüfen, ob das wirklich Sinn macht. Es gibt ja auch, oder gäbe ja auch so einen anderen Ansatz, den Greta Thunberg, Aktivistin, nicht Journalistin, aber sozusagen gefahren ist in der Klimakrise, wenn sie sagt, I want you to panic, dass sie sozusagen aufrütteln will, eben durch eher apokalyptisches Szenario. Gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, Journalismus sollte sich dem auch bedienen, um Menschen in Handlung zu zwingen? Ja, gefühlt, wenn ich selbst die Nachrichten anschaue, dann gibt es schon ausreichend Alarmismus und Probleme etc. Manchmal kann es erstmal Leute aufrütteln, aber wenn das ständig der Fall ist, wenn wir ständig in so einer Dauerstress sind, dann ist, glaube ich, eher nicht hilfreich. Vor allem, wenn ich nicht irgendwie weiß, was kann ich jetzt selbst tun, damit ich vielleicht so gefühlt etwas hilflos mich da fühle, weil ich mir da irgendwie, okay, es gibt ja diese ganze große Probleme, aber ich kann selbst nichts tun und das irgendwie zu kombinieren, Leute etwas aufzurütteln, aber dann auch irgendwie Möglichkeiten zu bieten, okay, so kann man selbst aktiv werden oder so kann man vielleicht miteinander darüber reden, damit klarkommen etc., um einfach diesen extra Schritt zu gehen. Weil wenn man Leute irgendwie nur im Stress bringt, dann ist das eher lahmend auf Dauer. Das zeigt auf jeden Fall auch, also die Neurowissenschaften zeigen das auch in Experimenten, dass Leute eher ein Gefühl von gelernter Hilflosigkeit haben, wenn sie Dauerstress haben, aber nichts tun können. Jetzt reden wir im Futurium über den Journalismus der Zukunft. Hast du eine Vision für den Journalismus oder siehst du Trends, die sich abzeichnen? Arbeitet ihr vielleicht an was gerade? Also auf jeden Fall sehen wir Trends, dass ganz viele Redaktionen in Deutschland auf jeden Fall konstruktiven Journalismus hoch auf die Wunschliste haben. Manche setzen auch schon um. Leider häufig nur so als ein extra Afterthought, so eine Gedanken am Ende, um vielleicht nochmal so kleine Lösungen reinzuwerfen oder ein kleines Resort zu haben mit Lösungen oder rein guten Nachrichten zu bringen, was auch, also hat alles seine Berechtigung. Aber bei uns ist auf jeden Fall eine Herangehensweise in unserer Arbeit, was in alle Ressorts irgendwie anzuwenden ist. Aber wir sehen auf jeden Fall einen positiven Trend in Richtung, dass vor allem die jüngere Generation in Redaktionen gerne diese Methoden auch anwenden möchte, auf jeden Fall. Und was ist deine Vision für Perspective Daily? Dass wir noch mehr berichten können, dass wir ein größeres Team haben, dass wir mehr Dinge abdecken können und dass unsere Community größer wird, dass wir einfach ja, noch mehr bewirken können, vielleicht mehr Impact haben können mit unserer Berichterstattung. Dankeschön, Han Langeslach. Danke. Danke.